Die SPD kann von der Nominierung ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz offenbar direkt profitieren. In einer aktuellen INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung legt die SPD 5 Prozentpunkte zu und erreicht 26%. Einen so hohen Wert hatten die Sozialdemokraten seit 2,5 Jahren nicht mehr. Die Union verharrt bei 32,5%. Wähler gewonnen haben die Sozialdemokraten also von den anderen Parteien. So verliert die Linke 1,5 Prozentpunkt und kommt auf 10,5%. Die Grünen verlieren 1 Punkt und liegen nun bei 7,5%. Auch die FDP verliert 1 Punkt und kommt auf 6,5%. Am deutlichsten verliert die AfD, minus 1,5 Prozentpunkte. Die Partei kommt damit nun auf 13%. INSA-Chef Hermann Binkert sagte der Bild-Zeitung zum Ergebnis der Umfrage, Zitat, Martin Schulz bringt die SPD auf Augenhöhe mit der CDU. Die Bundestagswahl ist offener denn je.